Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Daniel Thun, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Auftaktsieg 2:1 gegen Würzburg. So stellt man sich als Trainer eigentlich den Start vor. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, wir haben uns den Start schon so vorgestellt, dass wir gewinnen. Dass es natürlich bis zur 92. Minute gedauert hat, ist sicherlich dann noch umso glücklicher. Aber klar freuen wir uns in dem Augenblick, aber waren noch ein paar Dinge, wo wir nicht ganz so zufrieden mit waren. Sie waren in der ersten Halbzeit auch die spielbestimmende Mannschaft, hatten eigentlich viel Ballbesitz und viel vom Spiel, aber dann nicht so richtig die zwingenden Torchancen. In der zweiten Halbzeit wurde das dann ein bisschen besser. Das ist eine Sache, wo man als Trainer sicherlich noch nicht ganz mehr zufrieden war. Ja, das Spiel mit dem Ball hat mir auch gut gefallen, gerade im Übergangsspiel. Wir haben die Räume gefunden, die wir spielen wollten mit den beiden Außenbahnspielern, mit Kocker Engel und mit Alexander Dercho. Nur dann sind halt auch relativ viele Bälle in den 16er reingeflogen, wo die Backbox nicht gut besetzt war oder vielleicht auch nicht der Strafraumspieler in dem Augenblick da war. Da waren wir unzufrieden mit in der zweiten Halbzeit ähnlich, deswegen auch die Veränderung. Alvarez raus, Haider in die neuen rein. Das hat geholfen, gerade beim Ausgleich dann auch. Aber na klar, letztendlich da nicht zufriedenstellend. Aber auf der anderen Seite, Spiel gegen den Ball, habe ich auch gedacht, wir wären einen Ticken weiter. Wir haben dem Gegner doch sehr, sehr viel Chancen ermöglicht, zu viel zugelassen. Und das war es, wo wir nicht mit einverstanden sind. Ja, Würzburg hatte wirklich gefährliche Momente in der ersten Halbzeit schon relativ früh. Nils Körber hat zweimal, glaube ich, sie komplett dann schadlos gehalten, zweimal großartig pariert, einmal noch einen Kopfball an die Latte. Da hat man fast ein bisschen Angst gehabt, dass das Spiel dann doch noch verloren geht, obwohl sie viel investiert haben. Ja, Angst hatten wir zu dem Zeitpunkt nie, dass wir das Spiel verlieren, weil wir wollten nach vorne schauen. Wir wussten, mit dem Rückstand wird es schwer sicherlich. Der Gegner ist noch tiefer gefallen, Fünferkette, wenig Räume uns gelassen. Aber wir sind gut aus der Pause gekommen, hatten die Möglichkeit mit Marcus Alvarez. Und na klar gab es diese Möglichkeiten, die auch das Ergebnis hätten weiter nach oben bringen können für die Würzburger. Aber letztendlich haben wir sehr, sehr viel investiert und deswegen sind wir ein glücklicher Sieger, aber auch nicht ganz unverdient. In der zweiten Halbzeit war es dann auch mehr Investment nach vorne. Dann, wenn Baschkim Rennecke ein Kopfballtor macht zum Ausgleich, das hat schon, glaube ich, seinen Wert. Er ist nicht der Größte auf dem Platz. Und dann Manuel Farona-Polido in der Nachspielzeit, der sah nicht so ganz, als ob er voll getroffen hat, aus. Also er hat ein bisschen Glück vielleicht auch reingelegt. Das war dann aber auch das verdiente und erarbeitete Glück am Ende des Tages. Ja, das ist ja der Punkt, den ich meine mit Investment. Wir hatten ja auch viele Abschlussaktionen. Wenn ich an Markus denke, wo einen abschießt oder irgendwo nochmal ein Beil reinflog oder ein Kopf auch da war, wenn die Flanke von außen da war, da fehlte uns dann in dem Moment auch das Glück. Und bei den Toren war es so, ja, es macht Baschim gut, der steht in der Luft, der drückt ihn dann rein. Und Manuel natürlich dann auch mit der Aktion. Vorher ist ihm nicht ganz so viel gelungen, aber dann hatte er diesen Moment. Er nimmt ihn stark an, dreht sich und ja, dann kullert er rein, aber er kullert rein. Und am Ende zählen die Punkte. Jetzt geht es nächste Woche weiter nach Meppen. Ja, Meppen ist eine andere Nummer wieder. Es ist ein Derby und natürlich eine viel größere Herausforderung, weil es für uns erstmal auswärts ist. Und da müssen wir sicherlich dann vieles gegen den Ball besser machen, weniger Chancen zulassen, damit der Gegner es auch schwer hat. Aber da beschäftigen wir uns ab morgen früh mit nach der Analyse von dem heutigen und dann volle Kraft voraus und dann Richtung Meppen, dass wir einen Derby-Sieg auch einfahren. Alles klar, vielen Dank.